Schlangenliebhaber. Hier ist euer freundlicher blauer Sauser, der euch mit freundlichem Zischen begrüßt. Oh, nicht, dass ich ein Prahlhans bin, aber zufällig seht ihr hier vor euch die schnellste blaue Schlange von Nordamerika. Es ist nur natürlich, dass ein solch ungeheurer Energieverbrauch eine größere Nahrungsaufnahme erfordert. Und wenn diese kleinen glitzernden Schlangenaugen mich nicht täuschen, habe ich ein entzückendes kleines Vogelnest auf dem Baum entdeckt. Und wo ein Nest ist, da sind auch Eier. Na, das ist ja ein Riesenei. Hey, du! Kann man nicht mal ein Nickerchen machen, ohne dass gleich einer kommt, der ein Ei klauen will? Aber keiner wird mir Junior rauben, solange ich hier als Babysitter angestellt bin. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe deinen Nachkömmling nur bewundert. Wuppa! Keine Bange, ich hole es, ich hole es! Genau das habe ich befürchtet. Endige das Ei aus, Schurke, und damit dir die Lust aufs Eierstehlen vergeht, werde ich dir zur Erinnerung noch eins auf den Kopf geben. Au, hör auf, verrückter Vogel. Au, sag mal, spinnst du? Au! Wo ist der Halunke hin? Ich wollte dich nicht jagen, ich wollte dich nur hacken. Oh, ich finde dich schon, du Schuft. Und wenn ich unter jedem Grashalm suchen muss. Wie findet ihr das? Du tust für jemanden eine gute Tat und er tut dir etwas an. Dabei sterbe ich noch vor Hunger. Oh, du verrückte, liebliche, wilde Blume, du. Oh, die Nektarreste auf dem Blütenblatt sind köstlich. Ha, ein sehr schmackhafter Leckerbissen für einen Feinschmecker. Außerdem hat so eine Biene Vitamin B. Sowas schadet nie. Oh, und schon bin ich wieder mit den Nerven am Ende. Oh. Dieser gemeine Kerl, dafür verpasse ich ihm einen ordentlichen Stich. Au! Was hast du dir denn dabei gedacht? Jetzt habe ich meinen Stachel verbogen. Das war's, was ich hören wollte. Oh, du verschimmeltes Pollenklößchen. Da kommt er schon wieder. So, du Wurm, jetzt bist du dran. Ich bin ja sonst nicht so. Aber was sein muss, muss sein. Diesmal werde ich austeilen, bis es wehtut. Aber ihm, nicht mir. Dieser Fliegenfänger dürfte ihn ein wenig bremsen. Dieser hinterlistige Kerl. Hey, hast du Kummer, Brummer? Dieser abscheuliche Kerl, ich werde ihm schon das Lächeln aus seinem blöden Gesicht wischen. Komm freiwillig raus, ich finde dich doch. Oh, hält man es für möglich, ich bin gestochen worden. Ach, hol's der Teufel, ich hab den Falschen erwischt. Nur eine Frage, hast du zufällig nach mir gesucht, hä? Begreife doch, es ist sinnlos vor mir zu fliehen, du dummes Insekt. Nur eine Frage, du hast dir nicht zufällig wehgetan, oder? Noch mehr dämliche Fragen, ja? Oh Mann, der geht mir vielleicht auf den Wecker. Flieg du nur weg, du Feigling, du! Hat hier jemand irgendwas gesagt? Nö. Also, dass sie manchmal ganze Vögel auf dem Hut tragen, das habe ich schon gesehen. Aber ein Wurm? Naja, ich slängle mich jetzt besser davon. Wohin so eilig? Bleib doch wenigstens zum Essen. Nein, danke. Ich kann mir vorstellen, was auf der Speisekarte steht. Also, kein elender Wurm wird mich zum Besten halten. Dem zeig ich's jetzt. Fähigkeit, das ist es, was einen weiterbringt im Leben. Ja, ich bin es wieder und ich bin sehr böse auf dich. Ah, eine sichere Zuflucht. Was reingeht, muss auch wieder rauskommen. Ganz besonders, wenn es eine Hintertür gibt. Hm, was ihn wohl aufhält? Ich sehe dich da drin, du verschlagene, gemeine... Gemeines Stinktier. Danke, Kamerad. So ein netter kleiner Kerl. Aber irgendjemand sollte ihm mal sagen, dass es Deodorant gibt. Auf einmal ist alles so friedlich hier wie... Wow! Ich hoffe, das belastet unsere Beziehung nicht allzu sehr. Sag mal, bist du noch zu retten? Du hast es nicht mit irgendeiner x-beliebigen Biene zu tun. Meine Mutter ist Bienenkönigin. Na und? Wer hat schon Angst vor einer Bienenkönigin? Vielleicht möchtest du meine Mutter gern kennenlernen. Mutter!
hier ist meine Mutter, die Bienenkönigin. Die Bienenkönigin? Mutter, er wollte mir ein Leid tun. Hilfe, bitte, ich gehe ja schon. Nein, Sie werden mich doch nicht stecken wollen, ich bin doch schon weg. Hilfe! Ich habe ihm gesagt, dass ich ein kleiner Prinz bin, aber hat er auf mich hören wollen?